geht hier mit teilweise 3,5-4 Meter integriert nach oben. Das hat man ausgesprochen selten, vor allem so früh am Tag. So, jetzt ist es mal auf 1 Meter integriert runtergegangen. Ab 1000. So, gehen wir mal in den ersten Gleitflug rein jetzt. Jetzt gucken wir so lange wie möglich noch nach unten. Sehen wir noch schön den Boden. Wunderbar. Einfach geradeaus weiter. Und da ist der Ausgang. Geile Scheiße, genau getimed. Gut. Augenmaß passt noch. Nice Stein. So, erster Gleitflug. Juhu. Ich fliege hier nur geradeaus. Ich bin jetzt gerade mal seit etwas über 20 Minuten in der Luft. Durch die extreme Weitsicht im Vergleich zum letzten Mal sehe ich schon hinten die Elbe. Und ja, fliege jetzt erstmal so weiter hier. Ich glaube, ich drehe erstmal gar nicht. Ja gut, bei 3 Meter integriert teilweise dreht man dann halt doch mal. Halbe Strecke schon geschafft. Zur Elbe hin. Crazy, ey. Alter, das war gerade echt ungewohnt stark. Das war kurz integriert fast 4,5 Richtung 5 und punktuell natürlich dann immer auch noch mal stärker. Jetzt punktuell zum Beispiel gerade über 8. Alter Falter, was ist das denn? Oh Mann, ey. Man muss aber am Steuer bleiben. Au, Backe! The Mind Game heute. Heute ist ein Mind Game. Bisschen zu niedrig. Ich würde gerne die Wolkenkante voll mitnehmen, um dann gut zur nächsten zu gleiten. Ja, doch, das geht. Hier kann ich drehen. Hier geht es auch ein bisschen gemütlicher hoch. Fast. Na, doch, links geht's raus.
Boden ist noch da. Noch sehe ich ihn und da wird's hell. Alter Falter, okay. Und wir sind wieder raus. Crazy. Hat genau gereicht. Raus aus dem Beschleuniger. Rand der Wolke lang. Mega. Alter Finney. Wow, was ist das für ein Tag, hey. Jo, meine Güte. Oh, was? No way, ey. Hey, ey, 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 das ist ja crazy. Trotzdem nicht zu voreilig werden, nicht zu leichtsinnig, weil jetzt bin ich erstmal unter 1000 knapp, weil die Wolke über mir hier, die zerfällt langsam, so wie es aussieht. Die satte Unterkante, die von Weitem noch richtig dunkel aussah, wie bei der dahinter, die ist jetzt so ein bisschen löchrig. Hier vorne entsteht eine kleine neue Wolke, irgendwie unterhalb. Aber dadurch war der Gleitflug jetzt ziemlich lang. Da hätte ich sogar noch mal lieber 100 Meter mehr oder so mitnehmen sollen. Ja, wobei, wenn es jetzt steigt, dann passt es ja doch wieder relativ locker. 920 Grad. Meistens ist es so, wenn das so unruhig ist, dann kannst du noch weiter geradeaus fliegen, weil dann muss es irgendwo noch besser gehen. Dann bist du noch so komisch im Randbereich. Das ist einfach so eine riesengroße, flächige Thermik. Ja, hier können wir ja mal einen Suchkreis machen, das ist jetzt über einen Meter integriert. Soll ich versehentlich irgendwie an den Kern vorbeifliegen? Suchen wir mal einmal hier. Hier ist auf jeden Fall schlechter. Hier geht es wieder rein. Ein bisschen nach hier erweitern. Gucken wir mal. Hier wird es besser. Okay. Ja, da wäre ich jetzt vorbeigeflogen. Ohne den Suchkreis. Ein Segelflugzeug. Ich glaube nicht, dass der heute drehen braucht. Noch ein Segelflieger. Zeigt da hinten eine Thermik an, ist aber noch weit weg.
passt dann hier geradeaus hier der Höhe. Basis ist angestiegen. Nice. Ja, da vorne ist Dürmitz und die Binnendünen. Aber gestern fahrt sie mal ein Live. Habe ich zugeschaut. Bei der Festungsruine da auch. Unrunde, komische Thermik hier. Immer wieder nur Nullschieber, manchmal auch im Kreis, wo du einen Verlust hast. Dann wieder stark und ruppig kurz. Was ist das denn hier, ey? Meine Güte. Die kostet echt Energie. 300 Meter hier irgendwie rausgequetscht. Okay, Bock mehr jetzt. Jetzt ziehe ich ein bisschen weiter. Hoffe, dass die nochmal schöner wird. Guckt euch an, wie der Schirm eiert. Alter. Ja, super. Da hast du so einen Selbstläufer und dann kommst du in so eine Scheißsituation hier, wo du es nicht zentriert kriegst, ey. Alter. Denke halt, über der Heide wird's gehen. Das ist ja echt jedes Mal so. Schöne Ecke, ne?
Meine Güte, ist das eine unrunde Thermik hier. Jetzt wird's, glaube ich, langsam besser. Eieieiei. Von 600 jetzt wieder auf 1200. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier so eine lange Bastelbaustelle habe und so viel tief drifte, bis es wieder hoch geht. Jetzt schwächelt er schon wieder hier. Jetzt sieht es vor mir endlich mal wieder gut aus von den Wolken, relativ frische Wolken. Ja, hier drehen wir nochmal. Da hat es mich gerade mit 5 Meter integriert runtergepustet. Der muss ja irgendwo richtig steigen gleich. Komisch, die zerfällt halt auch schon, ne? Crazy sinken gerade hier. Gerade wieder raus aus dem Beschleuniger, weil es sich so angefühlt hat, als ob wir jetzt anfangen zu steigen. Das dauert doch aber erstaunlich lange. Wo ist er? Oh, ich fliege, glaube ich, genau der Thermik hinterher. Schön im Schatten hier. Die Wolke war alt. Hat mir leider nichts mehr gegeben. Die da vor mir, die kleine, sieht ganz gut aus. Aber ich bin jetzt sehr, sehr tief. So tief war ich noch gar nicht bei dem Flug. Leitung, da ist eine Leitung. Wind kommt von da. Beste Option ist hier in dem Dreieck zwischen diesen beiden Spannungsleitungen runterzugehen. Ja. Ich sehe nur nicht, wo die lang geht. Komplett unsichtbar, crazy. Hier rechts sehe ich hier. Links sehe ich nur die Mäste. Da über dem Wasser sehe ich sie. Also da sind Leitungen, okay. Wo geht die hin oder hört die da auf? Ist ja verrückt. Siehst du gar nicht, hä? Der hat noch nie gehabt.